Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Follow the Fury im Überlebensmodus. Ich weiß, ich habe jetzt lange nichts gebracht. Das war, weil ich ziemlich angepisst war von der ganzen Modding-Sache. Ich habe das jetzt endlich hingekriegt, dass alles funktioniert. Wir können jetzt in Gebäude reinbauen. So ähnlich aus wie ich. Ach, du bist Piper. Okay, gut. wir können jetzt in Gebäude reinbauen. Das war echt. Leute. Ich musste da so eine Friebelarbeit leisten, damit das alles hier funktioniert. Guck mal, wie die Tür aussieht. Alles perfekt. Alles gut. Ja, jedenfalls habe ich dann das Modding hingekriegt. Ja, habe dann hier alles umgebaut. Und dann dachte sich da so ein dreckiger, fetter Skorpion, der soll mal herkommen und mich töten. Und da musste ich alles nochmal machen. Und ich war so angepisst, dass ich wochenlang nicht gespielt habe. Es tut mir leid, aber ich war so angepisst. Ich habe einfach nicht mehr spielen wollen. Na gut, jetzt bin ich zurück. Ihr seht schon, ich habe alles jetzt richtig hingedreht. Hier sieht das aus, als wären hier so kleine Wege. Finde ich ganz cool. Und ich habe noch zwei Mods mit draufgeladen. Einmal, dass wir mehr bauen können. Das heißt, ihr seht schon, die Größe ist halt, ja, gut gesetzt. Also wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Platz zum Bauen. So, wir haben noch ein paar Möbel zu setzen. Die wollte ich mit euch gemeinsam machen. Gehen wir auf die Betten. Ich möchte für mich natürlich ein gutes Bett wieder aufbauen. Das war meins, ne? Ja. So. Wie viel habe ich davon? 122? Wieso habe ich 122 normale Betten? Oder ich kann sie. Ah, okay. Ich habe eins davon. Okay. Und eins davon. Okay. Jetzt wird ein Schuh draus. So, das hier wird meine Koje sozusagen. Hier baue ich jetzt das Bettchen erstmal auf. Toll, jetzt habe ich gedreht. Oh, jetzt habe ich gedreht. Warum drehe ich denn? Oh, ich drehe durch. Oh, ich habe es gerade gekriegt. So. Das dazu. Wir bauen natürlich noch normale. Machen wir solche Betten für die Jungs? Wir werden sie auf jeden Fall erstmal hier drunter bauen, damit sie wenigstens trocken schlafen können und mich nicht nerven. So, aber wir machen jetzt so eine Dinger erstmal hin. Wir kriegen später noch ein Wohngebäude. Ich habe jetzt erstmal kein Holz mehr. Deswegen, ja, müssen die halt mit leben, dass sie jetzt hier drauf schlafen. Und ich habe mein Bett extra jetzt weiter weggestellt, damit die mich nicht nerven. Die Moral sinkt. Aber das liegt daran, weil wir wahrscheinlich keine Betten haben. So, wir haben noch ein Level-Up frei, da habe ich gesehen. So, ja, ihr könnt jetzt sogar unter Dach wohnen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall Holz sammeln, damit wir hier weitermachen können. Wir haben ja noch riesiges Areal mit Holz zu bedecken. Und ja, dann schauen wir mal. Ich muss. Nein, 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 nein. Verklickt. Ich muss jetzt noch eine Sache kurz nachbauen, damit die Ressourcen halt immer noch stimmen. Ressourcen. Sonstiges. Snap and Build. Ja, ich habe noch Snap and Build installiert. Also wir haben jetzt verschiedene Sachen noch frei, die wir aufstellen können. Aber fürs Erste würde ich sagen, bauen wir den hier erstmal hier auf so. Oh, es ist so schön, in Gegenstände reinbauen zu können. Das wird uns so weiterhelfen. So. Bauen wir noch mehr davon? Ja, wieso nicht? Ich hoffe, das bringt auch wirklich was. Ja, wir können jetzt Badewannen und so setzen. Was soll ist das? Ich habe keine Ahnung. Ein Pranger. Friseurstuhl. Und OP-Stuhl. Das ist neu. Das ist neu. Interessant. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt sehr, sehr viele Sachen, die wir jetzt bauen können. Ich gucke mal dann ganz kurz auf Holz. Ich wollte hier irgendwie neue Holzwände. Und ich hoffe, dass wir jetzt neue Wände haben, die wir nutzen können. Offensichtlich nicht. Ja, das ist eine Scheißwand. Okay, ich muss auf jeden Fall noch nach Wänden gucken. Das ist Fakt. Ich könnte auch natürlich auch Betonwände setzen. Mit Snap im Bild ist das, glaube ich, auch kein Problem. Irgendwie passt das nicht, ne? Kannst zwar da unten hier ran machen, aber dann passt das da oben nicht. Ja, Kacke. Obwohl das echt cool ist, muss ich sagen. Kann da Fenster reinbauen. Aber das hier soll ja alles aus Holz gemacht werden. Also ich werde da nochmal gucken. Ich werde da nochmal gucken. So, ich habe mir die Karte wieder runtergeladen. Also, ups.
Die ist auch wieder vorhanden mit den ganzen Ressourcen, wo wir sie finden. Das heißt, wir können da diese kleinen Punkte abgrasen. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal wieder fit machen. Na, Piper? Bist du ein bisschen verwirrt? Trinken wir erstmal was. Und ich muss meine Lethargie irgendwie heilen. Das ist so ätzend. Ich hoffe, ich habe noch Antibiotika irgendwo. Wir müssen noch eine Laborstation bauen, ne? Die fehlt uns auch noch dringend. So, das hätten wir. Mein Essen habe ich jetzt gelagert. Hilfsmittel, ne? Erstmal aufbereitetes Wasser mitnehmen. So, Eichhörnchenbissen. Fleisch vom Mischlingshund. Hundefutter in der Dose. Ziehe ich mir alles rein. Ist mir alles egal. Knusprige Eichhörnchenbissen. Leguan am Spieß. Komm, gib mir noch irgendwas richtig Leckeres. Habe ich echt nichts mehr, nichts Richtiges mehr zu essen? Nee. Das muss ich erstmal wieder sammeln. Das ist natürlich Kacke. So. Ah, ich habe noch Antibiotika. Jetzt ziehe ich mir einen rein. Scheiß Krankheit, ey. So ein Bullshit. Na, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr krank. Und wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir uns selber die Antibiotika hier irgendwo direkt herstellen können. Das wäre richtig nice. So. Guck mal, so gut ging es uns schon lange nicht mehr, ne? Oh, nice. Wie schön das jetzt hier aussieht. Oh, ich bin so stolz. Oh, ich klopfe mir erstmal auf die Schulter. Hast du gut gemacht, Zero. So. Wow, pass auf! Ich habe jetzt mit Absicht kurz geschossen, um zu gucken, ob ich Sound habe. Moment. Es wäre nämlich fatal, wenn nicht. Weil ich musste natürlich den Fallout 4 SE da wieder runterladen. Und man muss halt prüfen, ob alles funktioniert. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir brauchen dafür. Und dann ziehen wir Ein weiter. Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt So, wir erfolgreich. brauchen nämlich. War das Riss. Nee, das war nicht unter Ressourcen, das war unter Herstellung, ne? So, Kochherd. Fehlt mir überall Holz. Lokaler Anführer 2. Laborstation. Aber jetzt fehlt mir da überall Holz. Ich dreh durch. Das kriegen wir hin. Ich guck nur mal ganz kurz. Wie sieht's denn aus? Ich mach die ganze Zeit das Licht an. Wie viel haben wir an lokalen Anführer? Aus, hallo? Achso, ich mache das Ganze ja mit Controller. So, lokale Anführer haben wir auf 2. Okay. Starker Rücken ist auch nicht schlecht. Sehr schön. Das heißt, uns fehlt eigentlich nur Holz. Das kriege ich hin. Wir haben nämlich genug Holz. Holz, Holzböden. Wir haben nämlich noch davon einen. Die brauchen wir nicht. Und davon haben wir doch 79, ey. Hier, komm. So, und die müssen wir jetzt nur noch ausschlachten. Ein Holz, zwei Holz, drei Holz, vier Holz. Stahl kriege ich auch noch dazu. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's rund. Herstellung. Wir bauen natürlich erstmal. Warum kann ich davon mehr bauen? Kupfer. Ach so, weil da weniger Holz gebraucht wird. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ich meine, der ist größer. Aber sieht doch besser aus, ne? Holy shit! Diese dreckige Kuh hat mich erschreckt bis zum geht nicht mehr. WTF. Oh Mann. So, nein, das war nicht der Ort, wo ich hin wollte. Hier wollte ich rein. Hier kommt die Laborstation rein. Da ist noch ein Safe. Das heißt, wir müssen die Laborstation. Hier irgendwie so aufbauen, ne? Ja, guckt's euch an. So. Herstellen. Nein, herstellen. So, Holster, Droge, Fallen, Fußangeln, okay, Feuerwerk, Granate, Heilung, Antimikrobielle Kräuter.
Ascheblüte, okay, aufbereitetes Wasser haben wir genug, okay. Wieso habe ich so viel aufbereitet? Hä? Egal. Distel, Flaschenkürbisblüte. Kann man das alles irgendwie selber herstellen? Gucken wir mal. Flaschenkürbisblüte. Ich glaub, sowas muss man aber sammeln, ne? Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Jetzt mal, wir ernten hier gar nichts. Wir müssen, bevor wir jetzt noch weitermachen, müssen wir das halt erstmal alles checken, was wir brauchen. Ressourcen, Essen, Flaschenkürbis. Aber woher nimmt man die Blüte? Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Platz, wo wir das erstmal aufbauen. Wir bauen das erstmal hier auf. Können wir später noch ändern. Hallo? Kann nur auf Erde platziert werden. So, was haben wir hier noch? Karotte, Klingenkorn, Mais, Melone, Mutterbeeren, Fishy Sticks, was? Tatopflanze, okay. Nö. Oh, eine Sache haben wir schon mal. Sehr schön. Gut, dann können wir auch weiterziehen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz speichern. Ich hätte es schon fast wieder vergessen. Und dann können wir weiterziehen. So, schlafen wir mal 8 Stunden. Das wird gut. Können wir nämlich direkt am Morgen losziehen. So, ich bin gut ausgeruht. Ich bin nicht durstig, gar nichts. Sehr schön. Ich möchte heute mit euch in den Graben gehen. Ich denke, wir müssten jetzt eigentlich stark genug sein. Was auch immer das ist. Vielleicht sollten wir da vorher vorbeischauen. Einfach, weil wir es können. Und dann gucken wir mal. Was habe ich jetzt gerade ausgerüstet? Die 10 mm Pistole, okay. Gucken wir mal. Wird mal wieder Zeit für ein bisschen Action, ne? In den letzten Folgen waren ja nicht mehr so viel Action, weil wir ständig an Rumbauen waren und rumdoktern. Und das hat sich jetzt erstmal gegessen. Jetzt geht's nämlich richtig ab. Seit wann das Spiel immer auch bei den ganzen Settlements lädt, frage ich mich auch, warum er das macht. Hat er sonst damals nie gemacht, ne, zu Release? Ja, vielleicht wollen sie damit die Performance verbessern, wer weiß. Gibt ja anscheinend nicht viele Lösungen dafür. Ein Siedler, der sich mit irgendjemandem prügelt. Okay. Oh. Ich helfe dir, Kleiner. War alles mein Verdienst. Verdammt, wo bist du hin? Er ist direkt vor seiner Nase. Was ist denn los mit dir? Legen wir los. Holy shit! Bring wir es hinter uns, okay? Und die hat geleuchtet. Was zum Leuchtende Maulwurfsratte. Oh oh. Ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Wieso leuchtest du? Was? Oh Gott, da ist noch eine. Ich bin verlangsamt. Ich kann mich nicht bewegen. The fuck, was war das denn? Und wie viele? Könnt ihr mal aufhören? Ich kann gleich zurückgehen und mir neue Munition holen. Ja, war klar. Ach du Scheiße. Oh, ich kacke. Ich habe überhaupt keine Munition mitgenommen. Oh Gott, deswegen. Was geht denn hier ab? Piper? Wo ist der Siedler? Hallo? Siedlerino? Bin gekommen, um dir zu helfen. Hat sich verzogen. Ich habe vergessen, Munition zu holen. Wir müssen nochmal gleich zurück. Die Munition abgelegt, damit ich mehr tragen kann. Aber das hier sieht noch interessant aus. Das war's dann wohl für dich. Na super. Warum? Ich hab sie doch schon alle getötet. Warum kommen da noch mehr? Ich bin doch schon halb tot. Gott, die kommt gleich aus dem Boden raus. Oh, hast du fein gemacht. Brave Piper.
kein Baseballschläger. Aber deswegen bin ich hier. So, Maddox. Was bist denn du? Ishmash Rail System Adaptive AK-74U. Okay. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Wir müssen sowieso nochmal zurück. Und die Lasermuskete mit den Zellen. Ja gut, dann sind wir ausgerüstet. Jetzt können wir wirklich los. Sorry. Jetzt sind wir auch schon. Toll, ich habe vergessen, einen Timer anzumachen. Sagen wir, wir sind jetzt 8 bis 10 Minuten unterwegs. Ja, würde ich sagen. Klingt gut. Ist ja nur so eine Einschätzung. So, jetzt gehen wir aber wirklich zum Loch. Das war gerade schon ein bisschen tragisch. Aber naja. So, was brauchen wir legendäre Gegner? Wir brauchen legendäre Gegner. Wir haben bisher nur eine einzige legendäre Sache abgestaubt. Die wir auch wirklich gebrauchen können. Was war das gerade für ein Geräusch? Okay, Radioaktivität, haut rein. Das mache ich nicht mit. So, Schrottplatz. Ja, da haben wir ja gerade Spaß gehabt. Okay, das heißt, Gegner sind respawned. Wir sollten uns in Acht nehmen. Hoffentlich kommen wir da easy durch. Ich meine, da sind halt die Meyerlurks und... Die sind kacke. Ich hasse Meyerlurks. Ich habe sie schon immer gehasst. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Meyerlurks. Die mich übrigens letztens ja auch getötet haben. Also... Bin ich dran vorbei? Hier wollte ich irgendwas holen. Also gucken, was es hier gibt. Ach, das war die Kiste wahrscheinlich, ne? Die man hier abholen konnte. Ah, okay, dann wissen wir, was dieser Punkt bedeutet. Achso, nee, das war ein Ort. Okay. Das heißt, die Punkte hier sind Orte. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Da ist noch eine Powerrüstung, die müssen wir holen. Die haben wir schon. Die werden aber leider nicht ausgegraut, ne? Schade eigentlich. So, die beiden haben wir, das weiß ich. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Dickicht-Ausgrabungsstätte. Weil ich möchte die Gegend da halt komplett abgeschlossen haben. Hallo, Loch. Kennen wir dieses Loch? Ja, ne? Ja. Gibt mehrere davon. So, ich möchte halt das Gebiet erstmal abgeschlossen haben. Ich möchte mich halt wirklich so durcharbeiten durch die Welt. Und ich möchte halt dieses Mal wirklich nichts verpassen. Und da wir ja die Story so an sich kennen, weiß ich, wo wir lang können und wo nicht. Weil damals im Let's Play war das so, dass ich erstmal alles erkundet habe und dann die Hauptmission gemacht habe. Und dann haben wir halt bereits erkundete Orte nochmal eine Hauptmission gemacht. Und das fand ich echt ein bisschen blöd. Und das werden wir jetzt hiermit ändern. Ganz easy, falls wir jemals es schaffen. Ich meine, alles kann uns hier töten. Ach ja, ich weiß noch, hier war ein legendärer Mischling, den wir nicht bekommen haben. Ist das was? Nö. Okay, wollten nur sicher gehen. Gut, dann wollen wir mal bei den Meyerlurks sterben. Ich hoffe, dass die da ein Bett haben. Wir müssen auf jeden Fall nach Hubblumen und so ein Kram Ausschau halten, ne? Nicht vergessen. Schön, wieder unterwegs zu sein. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Ja. Da hast du recht, Piper, da hast du recht. Ich hab gerade geguckt, ob die Hirschkuh legendär ist. Wenn ja, hätte ich meine Munition reingepfeffert. Aber so bringt das leider nichts. Eine Schlammbohne. Ich möchte sowas gerne zu Hause züchten. Dass ich schön immer Antibiotika habe ohne Ende. Weil diese Krankheiten sind echt... einfach der letzte Dreck. Okay, wir haben gleich eine Armee Meyerlurks hinter vor uns. Du bist meine provisorische Sniper. Du bist meine Heckler und Koch, wo ich nur 3 Munition, 30 Munition mitgenommen habe, ne?
Ja, nee, das ist halt eine der OP-Waffen, die ich habe, deswegen mache ich da auch nicht so viel. Fusionszellen, nice. Zahnpasta, ja, geht so. Kronkorkenvorrat. Das müssen wir jetzt mal knacken, ne? So, na, okay. Oh, okay. Ach komm, Spiel. Ja, geht doch. Geschafft. Oh, Antibiotika, nice. Nice, das gefällt mir. Schraubenschlüssel nehmen wir definitiv mit. Ventilator auch. Da gucken wir auch rein. 72 H-Klammern. 71 H-Klammern. Cool. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele H-Klammern schon haben. Cool. Sehr schön. Ich frage mich, ob man im neuesten Teil, der jetzt rauskommt von Fallout, es ist ja ziemlich Multiplayer. Ich glaube, das Traurigste an diesem Multiplayer-Ding wird sein, dass es da keine Mods gibt. Lieferaufzeichnung. Tische und Platten, Feilshop, Natursteinhandel, Luxuseinrichtungen, beste Obelisken. Viele Steinprodukte. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld, aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar, es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. 18.06. Nein. Das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besserem Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst. Aus dem Teil kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drinnen was bewegt hat. 22.06. Ich habe die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rohrlecks, die ich finden konnte, habe ich geflickt, bis auf die Unterwasser. Nein, den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Ja, im Wasser sind Lecks, aber auch Meierlachs. Ach, das bist du. War doch kein Scheißmädel. So, wir dürften hier aber auch nicht alleine sein. Irgendwo müsste hier ein NPC rumlungern. Kalu? NPC? Hi. Salimettis? Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Hi. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Ich könnte vielleicht helfen für ein paar extra Kronkorken. Du versuchst es einfach, oder? 50 Kronkorken. Nimm sie oder lass es. Hilfe wobei? Hilfe? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Echt wirklich? Nein. Was hast du hier denn wirklich vor? Vielleicht habe ich Freunde, die Höhlen erforschen. Vielleicht brauche ich ein Loch, um Leute wie dich reinzuwerfen. Also hilfst du mir jetzt? Ich könnte vielleicht helfen für ein paar extra Kronkorken. Du versuchst es einfach, oder? 50. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Ups. Scheiße. Oh, ich habe ein bisschen extra Munition bekommen. Da sind die Blasen. Meine Güte, da könnten sich viele Meierlurks verstecken. Ja, danke. Ich freue mich schon. Tabu-Tattoos. Mist. Sehr schön. Gutes Buch? Ein schönes Tattoo. Muss ich da wirklich runter ohne Bett? Ich würde sehr gerne, bevor ich ins Wasser gehe, prüfen, wie viel Radioaktivität da ist und was da so an Myolux rumschwimmt.
10 Radioaktivität, ich fasse es nicht. Okay, ich muss hier auf jeden Fall First Person gehen. Ich sehe hier absolut gar nichts. Ich werde so sterben hier unten. Hä? Wo ist dieses dreckige Leck? Ich wäre fast ertrunken. Okay, 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 okay. Kann ich sie da nicht einfach reinschicken? Da ist das nächste Leck, aber ich muss mich erstmal von der Radioaktivität befreien. Ich habe so lange gebraucht, weil ich nicht wusste, wonach ich suche. Medex. Giftresistenz, ja. Ich hätte Redex mir reinziehen sollen, ne? Wieso bin ich fast tot? Was war los? Wieso bin ich fast verreckt? Okay, wir haben Hunger. Kann ich mein Leben wenigstens damit noch ein bisschen auffüllen? So, TP. 400 TP, ja. Leguan am Spieß gibt mir leider nichts. Schade. Bin ich durstig? Ich bin durstig. Warum nichts zu essen, ey? Wieso pocht alles immer noch? Okay. Ich denke, wir können uns dem nächsten Loch widmen. Das Ventil wäre. Jetzt schnell zum nächsten. Okay. Er wird gleich nämlich die Maschine anmachen und dann kommen die Myalogs raus. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Nein, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Mann. Okay. Oh, ich habe mir schon wieder keine Redex reingeworfen. Ich bin so blöd. Ich glaube, wenn ich mir Redway reinziehe, verliere ich Leben. Kann sein. Hast du was zu essen für mich? Hast du ein Bett für mich? Das wäre das Wichtige gewesen. Die Frage ist, wollen wir gleich wie ein Mädchen weglaufen? Oder wie machen wir das? Oh, hier ist ein Bett. Oh, ich bin so blöd. Oh mein Gott, bin ich blöd. Zuckerbomben. Oh, Mann, bin ich scheiße dämlich. Naja, gut. Das wird erstmal reichen. So, und eine Kochstation. Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Ah, wenn wir gleich die Myalogs getötet haben, können wir uns richtig schön Essen machen. Okay. Hallo. Hey. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ich meine, glücklicherweise habe ich gespeichert. Wo ist der Knopf? Piper? Wie, du drückst auf irgendwelche Knöpfe. Ah, hier. Das war's. Hör genau hin. Ich höre nicht hin. Ich laufe weg. Warte mal, hast du das gehört? Nein. Hey, da draußen ist was. Oh, er ist genau hinter mir. Hilfe! Bitte nicht schlagen.
wie er wegläuft. Die Potsau. Lass Piper in Ruhe. Ich hatte keine Wahl. Waren die nur zu zweit? Meine Güte, da könnten sich viele Meyer-Lurks verstecken. Was das? Nur zwei? Da habe ich mit mehr gerechnet. Aber doch, da kommen fünf oder so. Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Hi. Entschuldigung. Meyer-Lurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Yay, den Stecker gezogen. Jetzt wird es eine Weile lang dauern. Und dann wird hier nämlich alles weggepumpt sein. Und dann kommen wir wieder. Was können wir hier irgendwas machen? Da, gerösteter Meyer-Lurk. Ein Stück nur. Aber wir kriegen dadurch irgendwas, ne? Glück für irgendwas? Stand da gerade Glück? Okay, doch nicht. Na gut. Essen wir erstmal was und freuen uns, dass wir noch am Leben sind. Oh Gott, da kam. Ich habe gedacht, es wäre eine kluge Idee, da hochzugehen, und dann kam er plötzlich von hinten. Ne? Ich denke, was ist denn nun los? Kann doch nicht sein. Okay, das war echt nicht der Welthit, ne? Kann ich irgendwas herstellen? Ich hab doch noch so Fleisch am Start. Hm. Getränk, Suppe vielleicht? Verstecken. Ja, keine Suppe. Könnte aus meinem Weaponized Nuka-Cola Quantum? Was? Was würde das bringen? To unbox, drop, then pick up. Unbox Fishy Sticks. Okay. Fischstäbchen. Gut. Wir haben leider nichts zu essen mehr. Müssen wir uns was suchen. So, okay. Das hätten wir erledigt. Wir kommen natürlich wieder. Wir gucken jetzt auf die Karte, wo wir als nächstes hingehen. Wir hätten da Punkte überall. Ist noch ganz schön viel offen, wa? Ist noch ganz schön viel offen. Was diese quadratischen Punkte sind, weiß ich auch nicht. Hier vorgrault es mir auch ein bisschen. Wie viele Power-Armors überall verteilt sind. Krass. Okay, was sagt denn unsere Quest? Aufgaben. Fusionskerne. Ah, stimmt, die wollte ich organisieren, ne? Sprich mit den Siedlern bei Greentop. Oh, das ist ganz schön weit weg. Das ist ganz schön weit weg. Sprich mit Paladins Band, die bunte Stadt. Suche im Baumarkt nach Farbe. Ah, ist er noch weiter weg, ey. Finde Nick Valentine. Kannst du bitte noch weiter weg sein, Quest? Der Weg zur Freiheit? Ja, aber, ja gut, die ganze Quest haben wir da drüben natürlich geholt, ne? Raus ins Field. Auch nicht viel besser. Alter, ich sollte aufhören, B zu drücken. Was haben wir noch bei Sonstiges? Besorgt dir die neueste Ausgabe der Republic irgendwas? Ich hasse, dass alles so weit weg sein muss. Gib Sheffield eine Nuka-Cola. Ja gut, ich glaube, das ist der Penner, ne? Kunde, die Kombination ist eher nicht sowas. Jetzt machen würde. Ja gut, dann erkunden wir halt einfach, bis wir Quests finden. Was ist hier los bei unseren Siedlungen? Bei Benefi Farm kein Schutz. Kein Schutz. Oh, Starlight Drive-In. Fehlt Essen und Wasser. Ja, da müssten wir eigentlich noch was machen, ne? Ja gut, dann arbeiten wir uns zurück zum Starlight. Wir sind jetzt hier, ne?
Ich würde sagen, wir holen uns hier die Power Armor. Und dann laufen wir zum Starlight zurück. Das klingt doch nach einem guten Job für heute. Immer, ob da wohl Skelette am Grund liegen. Ich werde es nicht herausfinden, Piper. Tut mir leid. Piper, weißt du was? Weißt du, was richtig toll wäre, Piper? Wenn du was zu essen finden würdest. Stell dir vor, ich wäre nicht hungrig. Was mit dir passiert, ist mir scheißegal. Aber ich wäre nicht hungrig. Hallo? Wer bist denn du? Schemmhändler. Hey, Schwester. Suchst du nach Camps? Camps zum Verkauf? Verkaufst du Camps? Ja, klar. Bei mir gibt's alles. Okay. Dann lass mal sehen, was du so hast. Also gut, wirf einen Blick drauf. Ja, nichts, was ich brauchen könnte. Wert 406, ey. Das ist doch einer an der Waffel. Kann ich selber produzieren. Aber finde ich cool, dass die hier einfach rumhängt. Lustig. So, aber gehen wir erstmal weiter. So, vielleicht sollten wir doch die nächsten Tiere, die wir sehen, auch einfach abschlachten. Ich dachte immer, das wäre so Munitionsverschwendung, aber ganz ehrlich. Ich brauche das verdammte Fleisch. Sonst überlebe ich nicht. Fusionskerne. Das war euer letzter Fehler. Was hat er dir getan, Piper? Achso, ich habe ihr gesagt, dass sie Fleisch holen soll, ja. Greift sie einfach die armen Viecher an. Wenn du willst, wo bist du? Ich habe ihr den Job gegeben. Ich gebe es ja zu. Es ist meine Schuld. So, die Munition nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Erwischt! Erbärmlich! Mehr Fleisch! Danke, Piper, danke. Wer hätte gedacht, dass sie auf mich hört? Als ich gesagt habe, ich soll mir gefährliches Fleisch organisieren. So, aber ich denke mal, dass es nicht so einfach wird an diese, Wo läuft denn hinter? Ich sehe die nicht. Easy. Geht direkt. Du bist wahrscheinlich ein Händler, der da rumläuft, ne? Ach, schon wieder hier im Dings, da. Was auch immer das hier war. Kleiner Shop. Ein einziger Raider? Okay, die Kuh wird mir zeigen, wo der Händler ist. Hallo Händler. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Ah, du gehörst zu mir. Ach so. Oh. Die läuft gerade wahrscheinlich zu mir nach Hause. Interessant. Hier wollten wir noch eine Waffe kaufen für mich, ne? Ich erinnere mich. Hallo, Mem. Hey. Wolfgang verrottet in der Hölle. Und ich kann ruhig schlafen. Danke. Bitteschön. Brauchst du irgendwas? Handeln. Klar, ich schaue es mir an. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Du hattest ja General Chaos Rache. Wert 2500. Gut, die kaufe ich. Walking Cane. Ist doch nicht schlecht, ne? 74 ist echt schon cool. Handel abbrechen? Nein. Annehmen. So, wir haben jetzt eine Haut-Drauf-Waffe. Piper, danke. Mal gucken, ob die Investition sich gelohnt hat. Ich will ja irgendwann Nahkämpfer machen, deswegen ist es mir wichtig, solche Waffen auch zu sammeln. Ich meine, ob wir das jetzt einsetzen oder später. Vorschlaghammer. Ist ja auch egal. Da, General Chaos Rache. Geiles Schwert.
Ich werde aber drauf gehen, wenn ich es benutze. Aber wir haben es jetzt schon mal. Wir haben es jetzt schon mal, Freunde. Das ist die erste Miete. Ich würde gerne irgendwie, keine Ahnung, an einem Retthirsch testen, weil die wehren sich nicht. Ja. Ich nehme Tiere, die sich nicht wehren können, als Testsubjekte. Ob das verwerflich ist oder nicht, ist mir egal. Ich tue es einfach. Aber ich denke, gleich kommt ein Ghoul und frisst mich auf. Ich habe auch lange nicht mehr gespeichert. Piper? Ich sehe die Penner nicht. Ist da irgendwo unter den Büschen, ne? Da. Was war das? Okay. Ich dachte schon, meine Wahrsagung bewahrheitet sich. Das wäre es jetzt gewesen, jetzt einfach zu sterben. Aber ich glaube, wir kennen die Power Armor. Da kamen wir nur nicht ran, ne? Das Teil knacke ich sicher nicht. Ja. Da war was, da war was. Shit! Was ist das denn? Ein Redhirsch. Nice. Noch mehr Fleisch. Ich muss mir irgendwie merken, dass hier noch eine von den Viechern hier rumsteht. Ja, irgendwie laufe ich hier nur irgendwie querfeldein und weiß nicht, was ich tun soll. Habe ich so ein Gefühl. Weißt du was, wir gehen einfach mal dahin. Ich möchte wenigstens noch ein kleines Abenteuer erleben. Um Starlight Drive hin können wir uns auch ein anderes Mal kümmern, ganz ehrlich. Ich möchte ein bisschen Action haben. Ich möchte sterben. Oh Gott, das ist ein Gunner, ich sterbe. Wir sind hier nicht allein. Das war ein verdammter Headshot. Oh fuck, ich bin am Arsch. Oh, ich hab mich nicht hingelegt. Oh, ich bin so blöd. Was meinst du, was das war? Wir sind hier nicht allein, Blue. Toll, ich hätte den Baum getroffen. Aber finde ich gut, die hat einen Mischling umgebracht. Wer? So. Hab die Waffe jetzt nochmal gekauft. Hab den Ort jetzt markiert. Und wir laufen mal ganz kurz hier hin und gucken, was das hier ist. Das ist ein Roboter. Augenbot. Freundlicher. Hallo, Mr. Augenbot. Warum schwebst du hier rum? Oh Gott, Hacking. Ich hoffe, hier ist gleich ein Bett. Wenn ich das geschafft habe, bin ich sehr froh. Pfeil 0. Okay, Sand 2. Sheet? Cool. Ach, gut. Ups. Armer Kerl. Aber ich kann ihm nicht mal den Helm klauen. Ich kann nicht mal das Bett. Doch, ich kann das Bett benutzen. Ich muss es nicht mehr knacken. Sehr schön. Ah, Erfolg. Erfolg tut immer gut, Freunde. Der Augenbot ist weg. Okay, keine Ahnung, was der überhaupt hier gemacht hat. Der hat da irgendwie kurz gechillt. Okay, ich one-shotte sie überhaupt gar nicht. Das ist nicht gut. Oh, ich dachte, hier kommt gerade eine Granate. What the f-
bin sehr froh, dass wir hier gespeichert haben. Okay. Ach, der Augenbot hat mich verfolgt. Ihr wollt also das Ganze auf die harte Tour haben, das könnt ihr haben. Zu glauben, dass ich mit meinem eigenen Relikt aus der Vorkriegszeit reise. Ihr wollt Stress, habe ich gehört. Ihr wollt Stress? Den könnt ihr haben. Ich sehe da nichts, ey. Schlampe. Hey, da draußen ist was. Okay, sie haben mich noch nicht gesehen. Sehr gut. Wir haben sie wohl verjagt. Nö, nö, die kommen jetzt hergerannt. So. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Ach, Piper, du warst im Weg. Schieß doch, schieß doch! Ich glaube, die Waffe hat Ladehemmung. Da sind sie wieder. Oh Gott, ich kann das nicht. Der hat eine Kettensäge am Start! Noch immer in einem Stück. Ich will die scheiß Kettensäge haben, Alter. Kettenklinge. So. Bist du Mensch? Nein, ein Baumstamm. Alles gut. Oh, der wollte gerade schießen. Oh, der war kurz davor zu schießen. Oh, 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 oh. Tja, Freunde, mit mir legt man sich nicht an, ne? Ihr kleinen miesen Pisser. Habt ihr so gedacht? So. Irgendwann ist auch Schluss mit lustig, wenn man mich hier 50 Mal tötet. So, aber eigentlich wollte ich hier ja gar nicht her, ne? Aber wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns um. Ist nicht markiert. Oh nein, ich sehe schon so ein Gunner's Place, ne? Fuck. Da muss ich eine etwas stärkere Wumme, glaube ich, rausholen. Gunner Rekrut. Kriege ich den? Okay. Easy. Ich bin jetzt total ungeschützt. Oh. Oh fuck. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Bin quasi umzingelt. Ich weiß, dass da links einer ist. Aber ich kann nichts machen. Und ich weiß nicht, wer mich noch sieht. Heile deinen Begleiter. Du bist jetzt nicht runtergefallen, oder? Dreckspiper, ey. Ich gehe da jetzt bestimmt nicht runter, um dich zu heilen. Das kannst du knicken. Ich zieh's hier alleine durch. Ich heile dich, weißt du, dann kommst du hier hochgelaufen und springst wieder runter wie so eine Bekloppte. In den Baum? Schütztorm. Ich muss sie besser lokalisieren. Ist sie das? Sie muss genau da sein. Okay. Wie, das noch einer? Dein Ernst? Headshot. Gefahr. Scheiße. Ich wurde entdeckt, Freunde. Hilfe. Piper. Komm zu mir. Hilf mir. Oh. Einfach, weil ich kann. Nicht, weil ich muss. Ich wurde wahrscheinlich von hier oben irgendwo abgeballert, ne? Als ich gestorben bin. Wer ist denn hier in der Nähe, Leute?
Hört auf mich zu verarschen. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Bett ist. Ich brauche einfach nur ein Bett. Okay, ich bin versteckt. Schon mal ganz gut. Das ist ein guter Anfang. Auch wenn ich ganz woanders hin wollte. Könnt ihr mal in die Richtung gucken, was da hinten ist? Ein Damm. Oder ist es der Ort? Oder da auf der Insel. Das kannst du auch haben. Och, sehe ich da ein Bett? Oh, es sind zwei Betten. Oh mein Gott, das ist der Doppelhimmel. Ich wusste es. Es war gut, in den Islam zu konvertieren. Nein. Bin ich natürlich nicht. So. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt hier weiter zu laufen? Ich sehe, dass da die Straße zu Ende ist. Also kann man auch eigentlich ganz geile Screenshots machen, ne? Okay, die Straße ist hier schon zu Ende. Fuck. Ich treffe den nicht. Nee, du kannst mir nichts, Kleiner. Gut, dass ich dich jetzt schon ausschalte. Okay, er hat nur noch eine HP. Wenn wir ihm nochmal begegnen... Oh, Controller, bitte mach keinen Scheiß. Dann ist er tot. Mein Controller wollte mich gerade in den Tod lenken. Ich muss auf dieses Haus kommen. Oh, oh, oh. Da, da. Dich will ich haben, ja. Dankeschön. So, jetzt noch die Leichen aufsammeln. Schon wieder Heckler und Koch. Die Sachen kann ich dann später, glaube ich, hoffe ich, auseinanderbauen. Das wäre der Traum. Schlechthin. Noch ein Heckler und Koch. Die haben alle mittlerweile Heckler und Koch. Wir sind so... am Arsch. Ernsthaft? Wie der Mischling. Danke fürs Level Up. Ich habe meine HP jetzt wieder. Ja, die kommen sowieso nicht hoch. Sind zu dämlich, die Hunde, um hier hochzukommen. So, zack, bin ich gleich tot. Ein Gunner, ein Toter, warum auch immer. Scharfschützengewehr. Ja, gut, Splittergranaten, nicht der beste Scheiß. Oh Gott, sie kommen! Oder doch nicht. Ich wusste, dass sie zu blöd sind. Ganz viele Hirschkühe. So viel Fleisch da unten, aber das sind doch die Hunde. Ich habe Angst davor. Will ja nicht runter. Holy shit! What the fuck? Okay. Ist okay. Jetzt können wir auch hier runtergehen. Wir sind zu blöd, um hochzukommen. Wie sind die denn hochgekommen? Das sind verdammte NPCs, die sind nicht so schlau. Naja. Gehen wir Richtung unser Ziel. Und ich muss niesen. Ah, Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Du bist ein netter Kerl. Auf dich kann man immer zählen. So. Ah. Muss aufpassen, ich bin jetzt ganz auf mich alleine gestellt. Du bist nicht die Kackbratze, oder? Nein. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Kackbratze gesehen habe. Reife Leistung, das zu überleben. Viel Glück allen Beteiligten für die Zukunft. Hier ist Travis Lonely Miles mit Louis Jordan und Kiebe.
Das tut man, bis endlich jemand die Ein Brahmin-Schädel, wie cool. Kann ich zu Hause aufstellen, freue ich mich jetzt schon. Ein Katzenbild, ein Stuhl. Ein Bett! Oh. Hier lebt wohl die alte Katzenlady. Vor allem war das ja auch ein Katzennapf, ne? Nur noch ein Katzennapf. Das ist das Haus der alten Katzenlady. Hallo? Bin ich jetzt überladen? Wegen dem verdammten Napf? Machen wir erstmal ein Level ab. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen, wirf die Schmiede an und erhalte Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Nahkampfwaffen. Ja. Was machen wir denn da? Was machen wir, Freunde? Was machen wir? Waffenfreak, ne? Ja. Ach, ich bin überladen, stimmt. 215? Ah, ich bin zu müde. Oh, ich bin schon wieder krank. Aber ich in diesem verdammten lausigen Betten schlafe ständig. Deswegen bin ich krank, Leute. Nur deswegen, wegen dieser Scheiße. Scheiß verwanzte Betten. Ja, das kann ich wenigstens ein bisschen mehr tragen. 235, sehr schön. Ich habe immer noch Hunger. Das ist ein bisschen uncool. Sehe ich ihn euch an. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht der Einzige ist. Die lungern normalerweise bei irgendwelchen Camps rum. Piper geht nachher. Schön für dich, Piper. Plünderer. Schon wieder Hecklonkoch. Kann hier nicht schlafen? Doch. Ich habe nicht selber schuld, dass ich ständig krank bin, weil ich in diesen komischen Viechern schlafe. Aber es geht nicht anders. Ich brauche halt sehr, sehr viel Antiseptikum und so ein Kram. Und dann passt das auch schon wieder. Aber habe ich hier leider noch nicht. Es wird kommen. Eines Tages, Freunde. Eines Tages wird es kommen. Da werde ich dann nie wieder von Krankheiten befallen sein, weil ich sie mir jedes Mal einfach selber wieder wegnehme. Ich mag dich nicht. Deren Registrierkasse? Antiker Globus, Ich hoffe, ich nicht mehr so viel mitnehmen, ne? Ich muss aufpassen, was ich mitnehme. Meister-Souvenirgeschäft. Die bekomme ich so nicht auf. Nachricht an Tweets. Tweets, wenn du das hier liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal, wir schließen diese Tür, benutzt den Eingang im Abwasserrohr, wenn du es nochmal vergisst. Kannst du draußen bleiben, Walter. Im Abwasserrohr? Cool. Gib mir das Kopfmesser. Dankeschön. Und die Notiz nehme ich auch gleich mit. Das heißt, hier ist irgendwo ein Wasserrohr und damit kommen wir rein. Okay. Bin ziemlich überladen. Piper, ich brauche dich. Du musst für mich ein paar Sachen tragen. Oh Gott, und da bin ich durchgelaufen. Heilige Scheiße. Ich habe zu viele Hecklassenkoch dabei, ne? Ja. Komm, scheiß drauf. Ey! Bissiger Alpha! Oh Gott, ich bin am Arsch! Ich bin so tot! Ich bin so am Arsch, Freunde. Hilfe. Ich kann nur hoffen, dass die mich nicht finden. Hallo? Hundis, liebe Hundis, ich habe einen Knochen für euch.
Da ist der Alpha-Penner, ne? Jetzt könnt ihr ja kommen, Freunde. Jetzt könnt ihr ja kommen. Da, dein Alpha-Scheißviech ist weg. Okay. Memo an mich selbst. Die grauen Hunde sind böse. Wenn du einen grauen Hund siehst, lauf weg. Einfach weglaufen. Nicht nach hinten gucken. So, wo ist... Oh. Hallo, Dude. Oh nein, Brief? Oh, Piper, ich habe für dich ein bisschen Zeug. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Ich hasse die Viecher so sehr. Das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Ah. Dankeschön. Puh. Okay, gucken wir uns mal die beiden Briefe an. Alter, hasse ich Hunde. Ich hasse Hunde so sehr. Brief. Cory, ich sag dir, das Ding ist der erste Sahne. Der Ort liegt direkt an einer Straße und wir können einfach Karawanen abgreifen, die vorbeiziehen und wir leben wie die Könige. Heilige Scheiße, das ist eine Brauerei mit Bier ohne Ende. Wie könntest du dazu Nein sagen? Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Kumpel, also komm einfach vorbei und sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Ach Scheiße. Ach, ich heiße übrigens Crankshaft. Melvin kennen die hier nicht. Okay. Joel, wann zum Teufel kommst du zurück? Ich kann gar nicht glauben, dass du dieses blöde Ding bei mir gelassen hast. Eine Maulwurfsratte ist kein gottverdammtes Haustier. Die kaut an allem rum und dann kackt sie auf den Boden. Mir ist egal, wie viel du mir dafür zahlst. Wenn du nicht innerhalb von 10 Tagen zurückkommst, schwöre ich, dass ich das Vieh schlachten und essen werde. Ich meine das ernst. Okay, da unten ist irgendwo anscheinend eine Maulwurfsratte. Ups. Okay, wir müssen jetzt das Abwasser rauffinden, ne? Aber ich denke, als allererstes werde ich erstmal zurück zum Bett gehen, denn das war's tatsächlich schon für heute. Wir haben einiges geschafft, muss ich sagen. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir es so gemeistert haben. Ja, cool, da waren wir im Bett. Winterjacke und Jeans, cool. Können wir Piper einkleiden. So, Bettchen, Bettchen, Bettchen. Hier war kein Bettchen, ne? Wo hatten wir das Bettchen gefunden? Da war ein Zelt, okay. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Nächsten Samstag geht's weiter. Denn dafür nehme ich dann direkt die Folge auf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.